nach all der harten Arbeit ist doch heute ein guter Tag, um mir ein schönes Bad einzulassen. Zing, 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 zing. Wer bist du denn? Ich bin die Politik und die Nachrichten und alles, was du und ich magst. Sehr gut. Ja, freue ich mich auch schon. Ja. Und du lässt mich also nie wieder los. Nein, ich mach dir das Leben jetzt zur Hölle. Mein ganzes Leben lang? Ja, dein ganzes Leben lang. Super. Und was gibt's an meinem Bad auszusetzen? Na, fangen wir doch mal an mit der ganzen Wasserverschwendung und den Heizkosten. Sehr gut. Dann machen wir doch jetzt was anderes. Spar lieber mal dein... So ein schönes Stück Schokolade. Darauf freue ich mich jetzt richtig. Das ist doch eine tolle Sache. Zing, 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 zing. So. Plastik, Milch, Kühe, sehr Tierquälerei, sehr Zucker. Auf jeden Fall. Ist doch mal was Gesundes. Eine lächerlich Schokolade, viel zu teuer. So ist sie ja doch. Ich hab's gehört. Dann wird's jetzt Zeit, mir ein leckeres Hähnchen zu machen. Frisches, halbes Hähnchen, gewürzt für den Ofen. Das ist echt eine super... Tierquälerei, Hühner sind Lebewesen, Bodenhaltung, ist doch mal lieber irgendwie was Veganes. Ja, es geht doch nichts lieber eine frisch gekühlte, schöne Sprite. Ich freue mich schon auf diesen süßen, leicht säuerlichen Geschmack, der mir dieses tolle Gefühl der Erfrischung gibt. Zing, zing. Da ist Zucker drin. Zucker ist nicht gut für deinen Körper. Du wirst dick. Akne. Was ist mit deiner Haut? Trink mal lieber Wasser. Ganz großartig. Keine Sprite. Das ist teuer. So, ihr Kätzchen. Wollt ihr vielleicht ein süßes Katzenstängelchen haben? Ja? Wollt ihr ein Katzenstängelchen haben? Zing, 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 zing. Die sind in Plastik eingepackt. Die sind auch nicht gut für deine Katzen. Was ist, wenn deine Katzen krank werden? Du musst zum Tierarzt. Hör doch auf. Weißt du, wie viel Müll du verschwendest, wenn du deinen Scheiß jetzt da, den Plastik... Plastik, alles in Plastik eingepackt. Deine Katzen überleben auch ohne Katzenstängelchen. Was tust du eigentlich für die Umwelt? So, außer Plastik zu verschwenden. Ja, denk doch mal drüber nach. Du Umweltsünder. Ja, was ist, wenn deine Katzen jetzt krank werden? Ja, hör bloß auf mit dem Scheiß. Super, ja. So langsam wird's kalt, dann schalte ich doch mal die Heizung an. Zing, zing! Gasrechnung teuer. Ach so. Winter, Ukraine und Krieg. Hast du da mal drüber nachgedacht? Gut, dann mache ich die Heizung halt nicht. Ja, mach's lieber mal nicht. Dann setze ich halt und wärme mich am Kerzenschein. Kerzen, Giftstoffe, ja, stimmt. Rauch. Stimmt. Das ist alles nicht gut für deine Gesundheit. Gut, dann sitze ich halt hier in der Kälte. Ja, mach das doch. Das ist... Immerhin deck kann dich ich doch hier zu. Ja, jetzt was im Fernsehen angucken. Ich habe ja heute ein bisschen Arbeit erledigt. Ja. Dann gucke ich mir jetzt was im Fernsehen an. Ich hoffe, dagegen hast du nicht. Wenn ich jetzt die Fernbedienung nehme und... Denk mal drüber nach. Kannst du vom Fernsehen gucken Geld verdienen? Aha. Ist das effizient? Stromkosten? Du verschwendest dein Geld dein Leben lang. Sehr gut. Mach doch mal was Effizientes. Mach doch mal was Sehr Produktives. Gut, auf jeden Fall Guck wieder. Doch kein Fernsehen. Das ist Zeitverschwendung. Was ist, wenn... Dann werde ich doch einfach den Fernseher jetzt mal nicht anmachen. Ja. Und irgendwas Produktives und Effektives Ja, das würde ich aber auch falls sagen. So, dann sind wir doch effektiv und putzen jetzt mal das Badezimmer. Ich habe hier sogar diesen umweltfreundlichen Badreiniger. Fangen wir mit der Dusche an und dann... Hallo, ja, was denkst du denn? Wasser, Giftstoffe für das Grundwasser, wenn du jetzt mit dem Reinigungszeug dein Badezimmer putzt? Was denkst du denn? Was passiert, wenn du dein Badezimmer putzt mit Putzmittel? Putzen wir jetzt nicht die Dusche. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das ist nämlich alles nicht gut für die Umwelt und für das Wasser und das Grundwasser. So. Dann... Setz dich halt hin und... Dann setz dich doch mal hin. Spiel kommt Ja, mach das doch. Dann sind wir heute halt mal nicht effektiv. Ja. Das ist doch schön. Darauf habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut. Dann mache ich jetzt meinen Bildschirm an und werde ein Computer spielen und mir heute einfach einen schönen Tag machen. Mit einer schönen Zeit. Das ist doch jetzt auf jeden Fall eine gute... Stromverschwendung, hast du schon vergessen. Effektivität, Produktivität.
Was machst du denn, um dein Geld zu verdienen? Das ist die größte Zeitverschwendung überhaupt, Computer zu spielen. Das konntest du machen, als du ein Kind warst. Also, jetzt bist du kindisch, du bist erwachsen. Du musst arbeiten. Arbeiten, effektiv, produktiv, jeden Tag. Was willst du denn mit einem scheiß Computerspiel? Das ist Zeitverschwendung. Das ist Zeitverschwendung, wirklich. Sei doch mal ein bisschen produktiv. Tu mal was für die Umwelt, tu mal was für deine Gesundheit, für deinen Körper und den Geist. Verdien mal mehr Geld. Also ich weiß ehrlich nicht, was fängst du überhaupt mit deinem Leben an? Machst du irgendwas, was sinnvoll ist für die Welt und für dich und für deinen Körper und deinen Geist? Also auf jeden Fall.